Okay. Wir rollen mal wieder. Warte, wir nehmen erstmal an. Die jetzt in der Lobby mit sind, dürfen gerne mitrollen. Ich habe die Erlaubnis, Terrorblade zu spielen. Okay. Wir haben Demon Hunter mit Pandaren. Ja, jut. Gucken wir mal. Wer hat denn sonst was gerollt? Wir haben hier Takeo mit Demon Hunter ebenfalls und Goblin. Wieso habt ihr jetzt Demon Hunter hier? Ich wollte einzige sagen. Demon Hunter, Goblin. Oh shit, das ist auch nicht schlecht. Wir haben Jackson. Wobei ich nicht weiß, ob jeder jetzt mitgemacht hat oder einfach so rollt. Jackson mit Warlocks und Trolls. Wir haben Jojo mit Schaman Arkia. Das ist auch wild. Wir haben Bonobo mit Warlock Elements. Joghurt mit Druide Ogre. Und Alex mit Monk Dragon. Ha! Okay. Die Frage ist, ob Enigma drin ist. Ja, wenn nicht, wird schwierig. Wird harter Cancer, ja. Alright, let's do it. Demon Hunter Pandaren. Ah, okay. Das ist eigentlich, also Pandaren mag ich eigentlich. Sofern sie dann halt droppen und ich sie bekomme, ist das unterhaltsam. Wenn nicht, dann ist es frustrierend. Aber okay, so ist das halt. Ich kriege keine Anti-Matches in dem Roll. War klar. Keine Überraschung. Human haben wir hier natürlich. Enigma ist im Pool. Enigma und Sven. Ah. Oh. Okay, Demon Hunter Pandaren. Okay. Na gut. Ja, Sven und Enigma, das ist heftig gemein, wenn man die sechs Warlocks mit dem Sven Terrorblade schafft. Dann wird's schwierig. Aber okay, stellen wir uns mal der Challenge, ne? Ding, 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 ding. Nein, warum sollten wir auch Anti-Mage bekommen? Schon am Anfang. Das wäre ja zu einfach. So, wer betrügt hier und spielt keine Random Strat? Ja, das müssten wir mal beobachten, ne? Wäre auch zu viel Glück, so einen am Ende zu kriegen. Du hast auch keinen bekommen? Na. Ach du! Ey. Okay, alles klar, ey. Gut, okay. Nicht so schlimm. Ach boy. Was mache ich hier nur?
Du solltest ihn im Laufe des Spiels aufs Feld bekommen. Das ist wichtig, ja. Also wäre schon cool, wenn man sich daran hält. Aber du musst es halt nicht geforst direkt am Anfang machen. Das steht auch fest. Sag mal. Ich meine, das ist ja nichts Schlechtes hier, ja. Aber natürlich wieder nichts, was ich hier irgendwie... Weißt du? Naja. Wild. Ich habe absolut nichts, was mir hier irgendwie... Obwohl... Ich bin erstmal good to go. Oh. Ich muss gestehen, dass ich einen guten Damage-Output gerade noch habe. Das hilft mir auf jeden Fall. Mal sehen, ob ich es diesmal in die Top 3 schaffe. Bis dato war es ja eher nicht so nice, aber wir steigern uns ja. Ne? Heute sind wir schon Vierter geworden. Die letzten beiden Male, als wir es getestet haben, bin ich glaube ich Achter und Siebter geworden oder so. Lassen wir uns mal überraschen. 3, 4, 5, 6, 7, ne. Er hat noch Goblins bzw. Max. Huh. Okay. Interessant. Ich überlege, ob es das mir wert ist, ob ich die Rolls dafür haben kann. Aber ich denke, die Winning Streaks bzw. kein Leben zu verlieren hat für mich sehr viel mehr Wert. Wir kriegen einfach keinen Pandaren, der für uns sehr wichtig ist, weil wir sie spielen müssen. Okay, Moment, wie viel Prozent haben wir da auf Pandaren? Pandaren ist Level 2, ja, korrekt. Mhm. 35, 35. Okay, das heißt, wir können aufleveln. Dann machen wir das mal. Und ich könnte gleich die Max draufstellen. Wir haben zwar keine Undeads dadurch. Wobei, das ist schon verdammt nice irgendwie, ne? Vielleicht lassen wir es doch. Wie viel Gold sind das? 3, 4, 9. Das wären... Okay. Oh Gott, Tryhard-Modus hier oder was? Könnte die Beine runternehmen und die Beine raufstellen.
Ich meine, dann hätten wir unsere Stretch schon mal. Dann hätten wir halt schon mal einen Teil unserer Stretch, was eigentlich auch ganz nice ist. Das heißt, Demon Hunter haben wir schon mal drauf. Ich meine, wir müssen es... Okay. Wir müssen es nicht machen, aber naja. Bane hat nicht gerollt. Haben wir einen Betrüger? What? What, what? Ja, wir verlieren zwar Gold, aber das ist natürlich einiges wert. Eine Person hat keinen Strat gerollt. Dann kann sie es ja jetzt spätestens noch nachholen, ne? Wenn das jetzt Bane zum Beispiel ist. Da er nicht mal voll, kann er nicht rollen, aber spielt mit. Spain Deutsch. Ja, ja, könnte Deutsch sein. Sprich zu sagen, sein Steam-Profil, da gibt nichts her. Naja, ich sag mal so, er hört zu. Wenn er mitspielt, hört er auch zu. Ne? Die Frage ist halt, er müsste die Strats im Chat gesehen haben. Also das ist dann schon bewusst irgendwie nicht. Und das ist sehr schade, Bane. Falls du es hörst, dann solltest du, auch wenn du mir vielleicht nicht followen willst, aber wenn du das hier mitmachst, musst du followen und du musst auch die Strats rollen. Ja, wir kriegen keine Bandanen, das stimmt. Wir haben Hood, jetzt haben wir Pipe. Stabil, stabil. Enchanted, I'm sure. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Das Problem ist halt als Lobby-Gestalter, was heißt das Problem? Wenn du Community-Runden aufmachst, beziehungsweise eigene Lobbys aufmachst, werden sie natürlich auch im MMA rein. Das heißt, ich habe ja keine Mächte hier. Das heißt, ich könnte nicht mal Leute ausschließen, die hier irgendwie absolute Scheiße machen oder so. Das basiert ja alles halt auf Vertrauensbasis. Und da ist halt sowas wie Bane eine absolute Schande. Ja? Aber okay. Sei es drum, das können wir jetzt nun mal nicht ändern. Verlieren wir? Es wird ein Unentschieden, wa? Maybe not? Nein, doch nicht. Oh. Ich habe gegen den Baum verloren. Bane! Na siehste! Du hättest in-game auch was schreiben können, by the way. Dann hätten wir es gewusst und hätten die Diskussion liegen lassen. Dankeschön. Krieg ich Pandan irgendwo? Ehre restored. VIP him.
Hab's gar nicht gesehen, sorry. Okay, du bist auch deutsch, gut. Nee, alles entspannt. Dann ist alles geklärt. Problem gelöst. Wie einfach es ist, plötzlich gefeiert zu werden, True. Okay. Wo das Fenster auf ist, ein bisschen warm hier drin in der Büro. Okay. Elementor 2. Wie sieht es mit euren Strats aus? Seid ihr gut davor? Bis dato haben wir hier Beast Warrior Druiden. Alex hat am Start Undead Goblin Knights. Ah, okay, okay, okay. Takio nimmt ja meine Hunter auch, meine Demon Hunter. Er hat auch zwei, er hat immerhin schon einen Anti-Mage auf 2. Na gut, gut, gut. Finde ich sehr nice, dass es so funktioniert. Deswegen Dankeschön, ne? Wenn ihr mitmacht und euch an die Regeln haltet, auch wenn die Strats vielleicht absolute Katastrophe sind, ihr sie nicht bekommt, finde ich das umso geiler, wenn man sich daran hält und es jedenfalls versucht. Ne? Deswegen, das macht das dann schon ganz unterhaltsam. Wir machen das natürlich nicht immer. Wir können auch zwischenzeitlich gerne ganz normale Runden machen. Schade, wir haben ihn nicht besiegt. Aber das macht auf jeden Fall Laune. Ich finde es richtig geil als Abwechslung. Ja, ich auch. Hallo Salzi. Ja, Smile. Eine Frage. Kriege ich noch Pandaren? Oder sind die aus? Brewmaster 2. Ah ja. Ich weiß auf jeden Fall, wo 3 von meinen Pandaren sind. Letzte Runde haben wir gleich noch. Ich glaube, wir machen gleich noch eine Runde, ja. Ich denke schon. Ja, ja. Ich habe zwar heute auch eine halbe Stunde, glaube ich, früher angefangen, aber das passt schon. Ich habe nichts essentiell Wichtiges vor zum Abend hin. Wegen Takio gewinnen wir, das ist schön. Hättest du denn Lust, geforced zu werden? Also jede Runde gesagt bekommen, was du kaufen musst zum Beispiel. Ich glaube, das wären so Runden, die man so einmal alle 10 Runden oder alle 20 Runden spielt, weil das, glaube ich, ganz schön heftig hart ist. Aber ja, sowas als Feature extra ist natürlich immer wieder lustig, ne? Hallo, Pandaren? Muss ich jetzt echt hier noch dismissen? Pandaren sind Zweier, ne? Das sind Vierer, Dreier, Zweier, Einer. Einer, Zweier, Dreier, Fünfer. Oh, Druiden, maybe. Zweier, Dreier, nee. Einer, Zweier, Dreier. Goddammit. Brewmaster ist bei mir nur unter Baitmaster, ja. Mittlerweile brauchen wir jetzt mal Damage-Items. Okay, dann gehen wir weiter mit Tankiness, maybe, für dich. Wir könnten Quarterstaff nehmen, zweimal für Javelin. Nee, einen Vitality-Booster. Okay. Na komm, Bruder, gönn dir.
Reichen bei Schaman 2 oder muss. Nee, also es reicht eine aktivierte Strat. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich jetzt Undeads habe und Humans, reicht es, wenn ich nur ein Zweier Undeads habe. Das würde reichen. Alter, wir sind ganz schön stark. Aber es sind halt Demon Hunter, ne? Aber ich habe halt noch keinen Pandaren. Und ich muss sie halt spielen. Das ist halt ein Problem. Oh. Oracle und Dazzle. 2, 2 und ein 4er. 6 Gold für den Priest. Das wäre doch mal eine Idee. Haha! Guck einmal an, hä? Huh? Kriegen wir noch einen Terrorblade? Maybe? Oh. Ich muss dich eigentlich raufstellen, weil ich halt Pandaren spielen muss. Also, ich muss ihn jetzt nicht raufstellen, weil ich ihn spielen muss, sondern ich muss ihn raufstellen, weil ich noch weitere Pandaren brauche, damit ich stark werde. Ich meine, ein Pandare reicht ja aus in meiner Strat, weil er ist aktiviert. Aber naja. Eigentlich habe ich. Meine Strat beläuft sich eigentlich nur auf drei Pieces: Anti-Mage, Terrorblade und Brew. Mehr muss ich. Dann kann ich. Eigentlich kann ich sonst machen, was ich will. Aber trotzdem. In Runde 17, ja. Das ist schon. Schon krass. Schamanen könnte ich dann auch noch aufstellen, aber ich glaube, auf die Schamanen verzichten wir. Nehme ich die Draw runter. Also nehme ich den Undead-Bonus runter. Pass auf, wir nehmen mal den Undead-Bonus runter. Auch wenn ich mich dadurch schwächer mache, haben wir dann die Pandaren drauf. Also prinzipiell habe ich meine Strat damit schon erfüllt. Das heißt, damit könnte ich zum Sieg schreiten, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ich würde mir natürlich wünschen, wenn wir noch mehr Pandaren bekommen. Würde ich gerne spielen, aber naja. Oh, wir haben Alex besiegen können. Das hat uns auf jeden Fall gut Gold gegeben. Hallo Smoker. Hier ist alles entspannt, danke der Nachfrage. Okay, das heißt, wir können uns jetzt auf die Demons konzentrieren. Sven gibt es als Fünfer ebenfalls, by the way. Dreier müssten wir wegkriegen. Die Dreier sind es, die wir im Fokus haben sollten. Slada. Okay. Muss gerade gucken, was für die drei am besten ist. Visage. Ist immer nur einer. Oh, hier. Oh ja, die Assassins. Aber dann haben wir Ember weg. Ah, das wäre ärgerlich. Und da ist auch Queen of Pain weg. Venomancer Lycan. Die könnten wir machen. Wir könnten die Beasts. Wir könnten Beasts wegmachen. Ja, das können wir machen. Arke sind Zweier und Vierer, oder nicht? Oder was? Oder wie oder was? Arke. Level 3er, Level 3er. Nee, doch, stimmt. Ja, stimmt, aber hier haben wir noch den Monk weg sogar. Er ist aber nicht dabei. Runde 20.
Humans wird dann gecallt. Lycan, Lina, Legion. Oh. Ja, Humans, da sehe ich uns aber auch im Dismiss. Humans ist ein starker Call. Safe. Ich würde auch sagen, Humans ist das Stärkste, was wir wegmachen könnten. Wir kriegen die 3 Gold, ne? Enttäusch mich jetzt bitte nicht hier. Okay, wir hätten zweimal. Das ist beides interessant für uns. Wir machen das aber so. In einem Kai. Oh, Moment. Moment, what? Ach ja, ich brauche einen. Goddammit, wobei Kai ja, glaube ich, smarter ist. Dann machen wir das so. Vile sorcerers, do thy just reward my blade compels thee. So lassen wir es. Oh, Terrorblade 2 bei Bane. Und Warlocks. Aber das haben wir. Private. Was haben wir hier? Trolls, Archie, Orks, Warlock. Das volle Programm und Priest. Ich glaube, wir trennen uns mal von deiner Vielschichtigkeit hier. Yes. Und ich denke auch, dass Abaddon halt langfristig wegkommt. Ich meine, wir haben nach wie vor ein Terrorblade 1. Ich habe dir einen Summoner Stone gegeben. Interessant. Ach ja, stimmt. Humans sind es einfach, egal ob aktiv oder passiv true. Gleich sind mehr Sachen im Pool. Ah, das sieht doch gut aus. Nicht für dich, aber für mich. Ich will ihnen aber den Summoner Stone nicht geben, oder? Wir machen das mal so. Weil er halt zukünftig Level 3 ist. Bane ist raus. GG Bane und danke nochmal, dass du dann doch deine Strat gerollt hast. Ich glaube, das sollten wir im Vorfeld immer wieder deutlich sagen. Ich denke, jetzt ist das schon klar. Da ist er. Okay.
Runde 24, 99 HP. Wir sind in der 10er Winning Streak. Wir haben ein Terrorblade jetzt Level 2. Doom Level 2. Okay. Mal schauen. Oh, in Joker. Takeo ist noch drin. Bonobo ist auch noch drin. Und auch Prime wird überleben. Alex und Joghurt haben verloren. Oh, holy damn. Das war eine Menge Damage. Level ich trotzdem noch auf, ist die Frage. Ja, wahrscheinlich. Also Level 9, glaube ich, können wir dann chillen. Weil mit Level 9 können wir halt noch einen Sven draufstellen. Und ansonsten ist unser Strat eigentlich vollständig. Es sei denn, wir kriegen halt noch ein paar Danen. Könnte ich den auch aufsetzen. Ich würde jetzt auch zwei draufstellen. Vanguard wäre für ihn nicht schlecht. Hallo Ginter. Oh, wir gehen, wenn wir Level 9 gehen, tatsächlich sogar 5% von den Dreiern runter. Vielleicht sollte ich mir das nochmal überlegen. Vielleicht soll ich, also, wir könnten jetzt erstmal die Rolls nutzen für. Moment, du bist ein Zweier-Piece, ne? Yep. Aber für den Shadowfiend. Wir verlieren an Zweier nichts, aber an Dreiern. Kriegen dafür natürlich für Necro mehr. Und für Sven. Hallo Kailu. Oh, Jakal 2 HP. Takeo ist jetzt raus. Das heißt, mehr im Pool für uns. Und auch Joe. Oh, boop, boop, boop. Alter Schwede. 19. Da war eine Menge auf dem Feld, ey. Da hat der Jojo ein bisschen Pech. War okay, okay, okay. Genau, wir spielen Demon Hunter Pandaren. Wir haben tatsächlich eine Runde 17, glaube ich, oder so, den Pandaren das erste Mal bekommen und auch noch nicht einen Drop seitdem. Oh, das ist jetzt Joghurt mit der Cancel Strat hier. Aber wir haben halt Doom, das hilft uns. Wir haben AOE Damage. Das sollten wir haben. Ja. Jakal ist raus. Bonobo gewinnt. Okay. Ich glaube, wir fokussieren uns auf die Dreier. Ein bisschen sortieren sollte ich aber trotzdem. Druiden-Oger, ja, das ist ein harter Cancer, das stimmt.
Gegen Alex Schmalex. Was spielt denn Alex eigentlich? Knights, Mages, Undeads. Ah, ist auch nicht ohne. Bonobo ist raus. Alex kassiert hart gegen Cancer Strat. Der Boy ist einfach kaputt. Okay, jetzt reicht's aber auch. Dann leveln wir gleich auf. Sieht nach einer YouTube-Runde aus. Das war, wir hatten aber auch Glück. Demon Hunter in der Strat ist, glaube ich, immer sehr praktisch. Ich glaube, es ist auch relativ egal, was du als Secondary hast. Alex hat kassiert. Not bad, not bad. Wow. Hast du mit dich jetzt drauf oder wann? Safe nicht. Ich könnte auch Level 10 gehen, einfach nur für die Pandaren. Leute. Link. War das die letzte Runde oder diese? Ich glaube, es ist diese. Echt jetzt? War die letzte Runde, wa? Wir hätten hier aber wieder ein bisschen was. Ah, komm. Joghurt hat kassiert und Alex müsste... Oh. Er wird die ganze Zeit gelockt. Eine... hat überlebt. Knapp. I mean... Sag mal! Auch ein bisschen wild hier, was gerade passiert. Wir haben, wir sind kurz vor dem Doom Level 3, by the way. Naja. Ah, Enigman brauchen wir nicht. Alex ist raus. Bonobo. Gib ihn mir. Wo ist mein Doom?
Ich würde fast behaupten, wir haben ein bisschen Potenzial noch auf der Bank. Das würde ich jetzt mal so frei raus sagen. Wir brauchen einen Doom, einen Terrorblade, einen Sven. Naja. GG, GG, GG. Well played.